Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. So, wir rufen mal den Aufzug. Und dann werden wir gleich in das schöne Haus einziehen. Es soll irgendwo neben dem Markt sein. Wir suchen es mal. Preston! Stirbt. Preston ist gestorben. Hat Behalpapis. Sie hat ja gesagt, irgendwo neben dem Markt. Ja, aber ich sag nein. Wer möchte gerne gut aussehen? Die neuesten Frisuren aus dem Commonwealth. Ja, wo ist mein Haus? Hab ich teuer bezahlt. Sicher einkaufen. Ich denke mal, das wird das hier sein. Wir haben ein schönes Hauslein. Darf man City öffnen? Okay. Also echt warm. Nicht schlecht. Mal hier, eine Werkstatt. Einen Schrott reintun. Was ich hier auch noch reintun kann. Also, da weiß ich noch nicht. Ja. Komische Mauer. Ja. Hunderttausend komisches Zeugs. Warum hat die alles nicht? Uns auf jeden Fall unser Haus schön einrichten. Ein bisschen Licht schaffen hier. Licht, Energiesticker. Schalter.
Wie mache ich jetzt das? Ah, Kabel, so. Toll. Ach so, Keramik fehlt. Coca-Cola-Automaschine. Und den können wir behalten. Koffer. Kann ich jetzt vielleicht noch eine Glühbirne hier hin tun? Ja, aber die leuchtet nicht. Sehr schade, sehr schade. Das stelle ich mal nach oben. Ein paar von diesen Reifen.
Sehr schön. Also wir haben das ja schon mal ein bisschen aufgeräumt jetzt. Irgendwann muss ich das ja auch noch mal weiterbauen. Jetzt werde ich erstmal den Baumodus wieder verlassen. Baumodus verlassen, so. Schrotpatron nehmen wir mit. So, und jetzt werden wir nämlich hier Waffen reintun. So, Preston. Hey, schieß los. Gib mir alles, was du hast. Los. Was haben wir hier noch? So, und jetzt baue ich noch Kommode. Ach, da haben wir schon eine Kommode. Und da kommen die Erste-Hilfe-Sachen rein. Also wir brauchen eigentlich noch was, wo wir Essen dran lagern können. Das Essen. Hier gerne an einem Wandschrank. So was wie ein Wandschrank. Gibt es auch nicht, dann werde ich das Essen da. So. Hilfsmittel, aufbereitetes Wasser. Kleidung. So, wir haben jetzt ein kleines Häuschen vorbereitet. 2000 hat es gekostet, immerhin, ne? Ist nicht gerade ein Schnäppchen. Aber immerhin haben wir jetzt ein Haus hier, einen zweiten Stützpunkt, der zentral gelegen ist. Nämlich in dem grünen. So, wo geht's hier hin? Nach der City. Wir gucken mal, wo es hier hingeht. So,
Es haben wir eine Viertelstunde damit verbracht, ein Haus zu besichtigen, ein bisschen aufzuräumen. Ach was, das gehört auch noch zu uns. Nice. Keine Bewegung, Synth. Was hast du mit dem echten Riley gemacht? Wo ist mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Synth. Nicht schießen, um Himmels Willen. Wir sind eine Familie. Nimm die Waffe runter, sofort. Er ist ein Synth. Er wird uns alle töten. Geil, nein! Okay, die Show ist vorbei. Es gibt keine Synths in Diamond City, hört ihr? Nur euch und eure Scheißparanoia. Hey. Er hatte eine Waffe auf mich gerichtet. Mein eigener Bruder. Was ist passiert? Ich bin kein Synth. Ich hab's ihm gesagt, immer wieder. Warum hat er mir nur nicht zugehört? Ich brauche eine Minute. Zurücktreten, Plünderer! Ich verstehe, Officer. Ich wollte nur wissen, was passiert ist. Hast du das Geschrei nicht gehört? Der Typ hat seinen Bruder mit einer Knarre bedroht, weil er ihn für einen Synth hielt. Die Zeitung ist schuld. Sie hat die Leute in Panik versetzt und ihnen weisgemacht, ihre eigene Familie würde durch Maschinen ersetzt. Es tut mir leid, dass du in die Sache verwickelt wurdest, aber es ist vorbei, okay? Tu einfach so, als wäre nichts passiert. Ist besser so. Was steht ihr da alle noch rum? Kümmert euch endlich um euren eigenen Scheiß! Das sollten wir nicht den Plünderern überlassen. Hey, ne? Officer? Weitergehen! So, und jetzt suchen wir ja eigentlich diesen anderen Typen. Was ist das denn für einer? Ach, das ist ein Doktor? Was das für einer ist? Sündfreies Einkaufen, nur bei uns! Okay. Entfernen. Manchmal muss man sich echt fragen, wehrt sich denn überhaupt noch jemand? Das Institut muss noch... Hey, was? Ein neuer Terminal? Das ist doch nur ein Märchen, Mann. An der Mauer, die gibt es gar du nicht. Geschichtsstunde willst. Nee, ich habe das von einem Cousin gehört. Er kennt jemanden, der für die Arbeit. Machen wir doch mal Albert an der Mauer sicher alle beschäftigt. Dieser widerliche Artikel, den Piper da geschrieben hat. Diamond City ist seit über 150 Jahren vereint. Und es gibt zwei Dinge, die diese Einheit gewährleisten. Zum einen der große grüne Wächter hinter mir. Die Mauer, unser Beschützer und Retter, der uns vor dem Schmutz da draußen bewahrt. Und zum anderen unser Glaube an und unser Vertrauen untereinander. Sie haben uns Wohlstand, Sicherheit und Bildung für jeden Bürger gebracht. Und auch wenn die Zeitung mit dem Finger auf Synths und andere Gespenstergeschichten zeigt, werden wir nicht zulassen, dass unser Vertrauen verloren geht. Ich möchte, dass ihr jetzt alle ganz genau zuhört. Ich bin kein
Synth, ich bin immer noch derselbe Junge, der hier in diesen Straßen aufgewachsen ist. Der in einer Hütte am Ufer zur Welt gekommen ist. Als Kind von Martha und Patrick McDonough. Und ich werde meine Stadt nicht im Stich lassen, nur weil die Presse sich hinterhältige Beschuldigungen einfallen lässt. Haben wir schon gelesen. Gott schütze diese Stadt. Gott schütze die Mauer. Redet vielleicht ein Mist. Bürgermeister McDonough? Ich würde ja gerne mit dir reden, aber ich habe zu tun. Ja. Abbott? Nicht die Farbe anfassen. Was? Warum? Das ist die Mauer. Der große grüne Wächter, der die bösen Jungs draußen hält. Die Mauer hat noch keiner überwunden. Noch nie. Da können wir wenigstens dafür sorgen, dass sie schön aussieht. Du könntest ein wenig Erziehung gebrauchen. Wie wäre es mit gemeinnütziger Arbeit? Worum geht es? Siehst du die Farbe hier? Es gibt nur einen Ort im ganzen Commonwealth, wo man die kriegt. Bei Hardware Town. Zerstörter Laden, nicht weit westlich von hier. Wenn du mir eine Farbdose bringst, gibt's 100 Kronkorken auf die Kralle. Was sagst du? Was kannst du mir über Hardware Town erzählen? Irgendwann sind da Raider eingezogen. Die Sicherheit meint, sie kann nichts machen. Darum geht mir die Farbe aus. Und? Immer noch bereit? Farbe besorgen. Ich bin dabei. Verbindlichsten Dank. Gehen wir mal zu der Sektei Valentine. Habt ihr doch gesagt, dass dein Glück auch nicht ewig anhalten wird? Seine Krawatten. Die Rechnung. Oh, die Rechnung vergessen. Ist alles in Ordnung? Die Fotos. War echt kein guter Fotograf. Wieder ein Verirrter, den der Regen hierher gespült hat. Ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen. Ich weiß, dass ihr sicher viel zu tun habt, aber es dauert auch nicht lange. Bitte, es ist wichtig. Tut mir leid, ich wollte nicht unhöflich sein. Es ist nur unser Detektiv. Er ist verschwunden. Hast du vielleicht eine Idee, wie ich ihn finden kann? Er ist während der Arbeit an einem Fall verschwunden. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzten. Ich hab Nick gesagt, dass das eine Falle ist, aber er hat nur gelächelt und ist durch die Tür, wie immer. Wer ist dieser Skinny Malone? Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich weiß, dass er aus Good Neighbor kommt. Das heißt, er ist einer dieser Gangster im Anzug, aber mit Maschinengewehr. Du meintest, Malone wäre aus Good Neighbor? Ja, ist eine üble Gegend. Liegt nordöstlich von hier. Die Mächtigen dort interessieren sich nur für zwei Sachen. Mode und Leute erledigen. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Er hat sich für diese Trenchcoat- und Hutnummer entschieden. Bitte beeil dich. Ja. Also wir haben jetzt erstmal wieder genug Aufträge, die wir machen können.
ganz viele Aufträge. Garten. Jetzt werde ich aber auch erstmal wieder einen Schritt zurück machen. Ich weiß gar nicht, nämlich auch gar nicht mehr. Was? Von wegen Zugstation. Muss ich Schienen finden? Warte mal, wenn es die Schienen sind, dann hier. Da muss ich hin. Glaube ich. Für die Quest. Der Minuteman. Finde den Welt an Nick. Suche und baue eine Farbe. Folge den Freedom Trail. Der Weg der Freiheit. Aha. Nee. Sprich mit Panic Dance, kehre zum Camp Ride zurück. Zum Garten zurück. Und wir würden ja auch gerne mal Piper mitnehmen wollen. Sie ist nämlich lustig. Lustige Sprüche drauf. Das ist natürlich auch eine Sache, um mit Kriminellen umzugehen. In Commerce gibt es kein institutionelles Rechtssystem. Mit Verbrechen wird kurz ein Prozess gemacht und ihrem kriminellen Handeln ist spätestens dann ein Ende gesetzt, wenn sie tot sind. Irgendwo. Naja, ich bin mir nicht sicher, aber ich geh mal hier lang. Kommst du mit? Alter, was macht er denn da jetzt schon wieder? Genau. Wenn mich nicht alles täuscht und Preston nicht gerade rumbackt. Hey! Hier drüben! Komm her! Hier! Hier hin. Genau. Geh dorthin. Overland Station entdeckt. Warte da. Hey. Zeig es mir. Position halten. Ich warte auf dich. Komm schon. Ist so gut wie erledigt. Haben die Minutemen dich geschickt? Ja. Gibt es irgendwelche Probleme? Wir haben eine Menge Probleme mit einer Raider-Gruppe. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Meinst du kannst sie überreden, uns in Ruhe zu lassen?
Wie viele sind es? Weißt du, wie viele Raider es in etwa sind? Keine Ahnung. Dieses Mal waren es 3. Aber wer weiß, wie viele sich noch in ihrem Unterschlupf verkrochen haben. Keine Sorge. Ich kümmere mich für euch um diese Raider. Oh, gut. Es wird eine große Hilfe sein, sich keine Gedanken mehr um sie machen zu müssen. Hallo, Freund. Preston Garvey. Von den Minutemen des Commonwealth. Ach, wirklich? Ich hatte gehört, die Gunner hätten euch ausgelöscht. Ich bin echt froh, dich zu sehen. Wir haben hier ein paar Probleme mit Raidern. Das ist genau das, wofür die Minutemen da sind. Genau, Preston. Wir werden es gleich nächste Folge angehen. Doch, jetzt seid wieder an der Stelle, falls... Nein, nicht reden. Ja, hab ich gesehen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.